Para-Boccia. Wer kann mitspielen? Para-Boccia ist eine Präzisionssportart im Rollstuhl, die ein hohes Maß an Koordination, Taktik und Konzentration erfordert. Die Sportart ermöglicht auch Menschen mit schwersten Behinderungen eine Teilnahme an internationalen Wettkämpfen. Athletinnen und Athleten mit unterschiedlich starken koordinativen Einschränkungen oder Querschnittslähmungen starten in 4 Startklassen. Spielfeld und Spielgeräte. Im Para-Boccia werden rote und blaue Lederbälle verwendet, die etwas größer sind als Tennisbälle. Sie sind in Größe, Gewicht und Rollverhalten genormt, können sich hinsichtlich Härtegrad und Rollverhalten jedoch unterscheiden. Gespielt wird auf üblichen Hallenböden. Das Spielfeld ist 12,5 Meter lang, 6 Meter breit und umfasst 6 Wurfboxen. Spielablauf. Gespielt wird sitzend im Rollstuhl. In 2 der 4 Klassen erhalten die Sportler Unterstützung von Assistenten bei den Vorbereitungen für den Wurf oder beim Ausrichten der Rampe, die je nach individueller Einschränkung als Hilfsmittel zum Einsatz kommt. Die paralympischen Wettkämpfe werden im Einzel, Paar, 2 Spieler oder Team, 3 Spieler ausgetragen. Zu Spielbeginn wird der weiße Zielball, auch Jack genannt, in das Feld gespielt. Die Athleten versuchen im Spielverlauf durch Werfen, Schießen oder Rollen die eigenen Bälle so nah wie möglich am weißen Jack zu platzieren. Für jeden Ball, der näher als der am nächsten platzierte Ball des Gegners am Jack liegt, gibt es einen Punkt. Jeder Athlet bzw. jedes Team spielt 6 Bälle pro Satz, die im Para-Boccia Ends genannt werden. Im Einzel und Paar werden 4 Ends gespielt, im Teamwettbewerb 6. Die Punkte aus den einzelnen Ends werden addiert. Gewonnen hat das Team oder der Spieler mit den meisten Punkten. Du willst im Parasport aktiv werden? Dann starte deinen Weg auf parasport.de.